Ja, für Deutschlands Vorzeigetischtennisspieler waren ja die letzten Wochen alles andere als beschaulich. Er musste nach seiner Schulteroperation praktisch wieder bei Null anfangen, kassierte viele, viele Niederlagen und zweifelte so ein bisschen auch an sich selbst. Dazu kam der Wirbel um den Wechsel nach Gönnern. Keine leichte Situation für Jörg Roskopf und auch nicht für Trainer Andreas Preuß. Gegen Tan Ruivu hat Roskopf zuletzt bei den German Open in Bremen gespielt und mit 2-3 Sätzen verloren. Er war also gewarnt vor diesem Mann. Zunächst alles ausgeglichen, 10 beide im ersten Satz. Ah, da sieht man sie schon wieder, die Anzeichen der Rückhandpeitsche-Einschlag, der Jörg Roskopf berühmt gemacht hat. Keiner eigentlich schlägt diese Rückhand so auffallend wie er. Aber der Chinese hielt zunächst sehr gut mit. Er ist ja so ein bisschen schwankend in seinen Leistungen gewesen. Hier zeigt er uns mal wieder Besseres. Aber dann eben immer auch mal wieder so etwas. Aufschlagfehler und wieder Ausgleich zum 12-beide Roskopf. Mittlerweile ja auch 30 Jahre alt. Am nächsten Wochenende ist er europäisch wieder im Einsatz. Dann spielt er beim European Top 12 Turnier in Alassio. Er hat ja noch große Ziele im Jahr 2000. Champions League, Deutsche Meisterschaft, Olympia und natürlich auch die Europameisterschaft in Bremen. Das alles im Tischtennisjahr 2000 und das alles, so hofft er jedenfalls, mit Jörg Roskopf. Da zieht er so langsam aber sicher davon. Jetzt 3 Punkte Führung für Roskopf, der einfach sehr viel Training braucht, so sagte uns Trainer Andreas Preuß. Und er braucht ganz sicherlich auch noch viel, viel Spielpraxis, um wieder ganz der Alte zu sein. Leichtes Spiel in dieser Situation für Tan Ruivu, der jetzt doch deutlich nachließ in diesem ersten Durchgang. Der erste Satz, also kein Problem für Jörg Roskopf, 21-14 für den Deutschen, für die Nummer 2 der Borussia aus Düsseldorf. Es lief gut bei ihm und da durfte er dann den Mund auch schon mal ein bisschen vollnehmen. Wir wünschen guten Appetit. Der zweite Durchgang verlief noch ein bisschen einseitiger. Tan Ruivu chancenlos gegen einen überzeugend spielenden Jörg Roskopf. Dann sah man auch mal das hier. Die Ballonabwehr ganz weit hinter dem Tisch stehend. Und Tan Ruivu haut drauf und hat Glück. Er macht den Punkt. Aber Sie sehen es hier rechts hinten im Hintergrund, ganz klar die Führung für Roskopf, 18-7 in diesem Augenblick. Das war natürlich eine wunderschöne Szene, aber man muss sagen, der kleine Chinese schenkte das Spiel in der Schlussphase regelrecht ab. Und in Plüderhausen sind sie sich auch einig, Tan Ruivu bislang nicht mit den Leistungen, die man sich von ihm versprochen hatte. Sie trauern so ein bisschen ihrem zweiten Chinesen nach. Der heißt Liu Guosheng, hat zuletzt in Sydney das Pro-Tour-Finale gewonnen. Und er hat in der Bundesliga 6-mal für Plüderhausen gespielt. 5-1 Bilanz, aber er wird nicht mehr kommen. Nach Plüderhausen, der chinesische Verband, stellt sich quer. Und so wird also Tan Ruivu bis Saisonende die Nummer 1 in Plüderhausen bleiben. Entspannte Miene natürlich auch bei Andreas Preuß. Er war nicht so ganz sicher, ob das hier glatt gehen würde. Es ging glatt. Jörg Roskopf gewinnt 21-14, 21-10. Er hat schon viele, viele, viel schwerere Matches bestritten. Es nahm alles seinen erwarteten Gang, denn Wladimir Samsonow sorgte in seinem Einzel für den 4. Punkt der Borussia. Aber er hatte ein bisschen Probleme mit Adrian Krishan, dem jungen Rumänen, 21-18 im 3.